liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir ja das steinerne Tor geöffnet, was uns hierhin gebracht hat. Gott, ich verhaspel mich hier gerade volles Bund. Toll, die Vieh hält es ja nicht einmal voll. Jedenfalls, sie haben das steinerne Tor geöffnet mit dem Fragment, was König Gustav uns gegeben hat. Womit wir dann hoffen, auch den Weg finden sollten zum letzten Element. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich, kostet auch Gustav. Hier finden wir nochmal einen großen blauen Rubin. Meine Güte. Und dieser Raum, das ist natürlich merkwürdig, neugierig, meine ich. Mit Sicherheit kann ich hier graben. Anders kann ich mir nicht erklären, warum es das hier überhaupt gibt. Okay. Diese Etage ist einfach da. Bestimme ich jetzt einfach mal eben so, weil ich keine Ahnung habe, warum es diese Etage gibt. Meine Güte. Was soll's. Egal. Jedenfalls. Ich rüste weiterhin lieber mal die Lampe aus auf B. Neuestes Item wird meistens häufiger benutzt. Und, ach, wieder eine Kletterwand. Die Selakim-Welle. Och, nee. Hallöchen. Ja, ihr könnt wahrscheinlich schon erkennen, was das ist. Für alle Leute, die es nicht erkennen, das ist ein Gorone. Der große Gorone in diesem Spiel. Ja, ja, ihr hört es wahrscheinlich auch schon, dass der Gorone da an... machen ist. Also, die typischen Gorone-Sounds halt. So. Ah, ein Herz. Und anscheinend müssen wir diesen Wirbelzwirbel benutzen. Was ist das? Ein großer Wirbelwind. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Was sollen wir nun machen? Tja, Leute. Ich sag mal so. Viel Spaß, Ezzelo. Über den Wolken wird nun die Mission weitergehen. Ich lebe noch. Lang! Du! Wagemut aus seine Grenzen! Stürze dich einfach in den Wirbelsturm! Das hätte uns Ende sein können! Tja, aber es hat uns weitergebracht, das musst du zugeben. So etwas deiner Waghalsigkeit hat offenbar doch gelohnt. Ist das hier am Ende der Welt über den Wolken? Hier muss es etwas geben, was uns in den Wind führt. Suchen wir danach! Ja, und hier haben wir auch einige Leute, die sogar Fragmente vereinen wollen. Für Rubine. Hey, wie geht's dir? Wie geht denn das? Du kannst auf den Wolken gehen, obwohl du von der Erde bist. Aber was mich noch mehr wundert, ich war mit meiner Schwester auf dem Minish-Fest. Okay. Und auf dem Rückweg war auf einmal alles voll von Ungeheuern. Normalerweise gewinnt der günstige Wind. Wenn man mit dem Fragment, das auf diesen Wolkentafeln abgebildet ist, Fragmente vereint. Wegen der Ungeheuer können wir keine Fragmente suchen. Und auch nicht dorthin gelangen, wo man Fragmente vereint. Du bist ja stark. Suchst einfach Fragmente vor und vereint sie? Machen wir. Müssen wir auch machen. Es gibt wieder gelbe Fragmente. Aber erstmal, kannst du Fragmente vereint? Oh yeah. Mit Cyrus. Und das habe ich hoch. Das habe ich. Einmal habe ich das. Holla die Waldfee. Also ich frage mich ja immer noch, ist es nicht so, dass manche... Ach, na toll, wahrscheinlich wieder ein Gegner, oder? Ein goldener Arachno? Okay. Meinetwegen. Sie passen zusammen. Passiert etwas Gutes? Ja, goldener Arachno, da wäre es nicht gerechnet. Nun, unsere Mission geht nun hier weiter. Hier haben wir dann wahrscheinlich auch Cyrus Schwester. Die ebenfalls. Oh, für ein Herz da sogar. Die Referenz vereint sehr gern. Und Stratus. Wird wahrscheinlich eher der Bruder sein. Aber die beiden Referenz passen perfekt zusammen. Und der Weg zu einem weiteren Herzteil wird zum Habe ich dich doch gerade gesagt! Puh, ich habe ganz schön Halskratzen gerade. Moment. So, jetzt soll es besser gehen. Sei der Wasserfall, sag ich doch. Da weiß ich gleich schon mal, wo ich mich direkt nachher hin teleportieren darf. Was machen wir nur? Nanu? Wenn du als Mensch von der Erde auf Wolken gehen kannst, musst du ein guter Mensch sein. Ich habe kein Problem. Ich war mit meiner Schwester auf dem Minish-Fest. Und auf dem Rückweg weht ja plötzlich kein Wind mehr.
Jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Und hier, liebe Leute, sehen wir auch schon, hier müssen wir die jeweiligen mit vereinen. Mithilfe dieser Wirbelstürme gehen wir auf die obere Etage und müssen ein kleines Labyrinthia machen. Warte mal. Nee. Wenn dann bitte so. Müssen wir ein kleines Labyrinth machen, indem wir halt einmal uns durch Wolken graben. Wie auch immer das gehen mag. Und müssen halt hier Kisten öffnen, um passende Fragmente zu finden. Dieses Fragment könnte jetzt schon zu den zu der Wand dort passen. Und Gott, ey, ist ja scheiße. So ein Kratzen im Hals. Natürlich mache ich hier wieder alle Sachen weg, wollte ich gerade sagen. So, das Gemeine ist allerdings, hier sind auch Gegner. Wolkenfische. Übrigens Wellen. Und mal sagen, will ich jetzt erstmal wieder nach oben. Rein theoretisch können wir auch so machen, dass wir halt erstmal alle Fragmente vereinen. Gott, ich hab einen Kratzenhals, ey. Das ist ja nicht gut, ey. Mit so einem Kratzenhals ist Aufnehmen eigentlich ziemlich scheiße. Ich mache nur noch diese eine Aufnahme, denke ich mal. So, was ich eigentlich sagen wollte. Wir könnten jetzt versuchen, erstmal viele Fragmente zu sammeln, wie es geht. Kann man machen, muss man aber nicht. Wir sehen es. Ich will erstmal sehen, wie weit ich hier komme. Und vielleicht finde ich ja hier nochmal eine mysteriöse Wand oder auch noch ein Glücksfragment, was in der Wand hier eingelassen war. Meinetwegen. Das kann er wieder was lernen. Und da es ein rotes Glücksfragment war, war es keins von diesen. Ja, wir tauchen überall wieder auf. Das sind ja nur die Grünen. So, und da nichts. Na gut, aber würde mich auch wundern, wenn ich solche mysteriöse Wand hier oben in Himmel finden würde. Das ist ja so ein bisschen, was haben diese Wände mit dem Grund zu tun? Was hat das Wolkenfeld mit dem Grund zu tun? So, mal sehen, ob unser Fragment, was wir haben, hier, jawoll. Das passt hier rein. Hier haben wir jetzt mal ein Wirbelsturm-Emblem. Dadurch werden die Windräder wieder aktiviert. Ihr seht schon, wir müssen das insgesamt fünfmal machen. Das heißt, wir müssen fünf Fragmente finden. Was ich auch sehr lustig sein kann. So, mit Etzelo als unser Formbewegungsmittel gehen wir jetzt auf diese Insel hier. Ja, und wir können auch mal wieder landen. Wunderbar. Und so das nächste Fragment. So, wir müssen natürlich jetzt nicht alles hier umgraben, glaube ich zumindest. Und erstmal, wenn ich hier oben alles hier weggegraben habe. Na gut, das war jetzt ein bisschen umständlich. Aber egal. Gehe ich erstmal wieder nach da links darunter. Da ist wieder nichts. Mal sehen, was haben wir denn hier so Feines? Wieder Wolkenpiranias, ja, die ich nur angreifen kann, wenn sie mich versuchen zu fressen. Fiese Scheiße. Komm, greif dich mal, du Piranha, du. Aber nicht so. Ich wollte dich treffen, aber du mich. Na wunderbar, das kann ja was werden. Und Attacke. Komm mal raus. Du sollst nicht angreifen, aber bitte. Kann ich hier rein theoretisch rausgraben? Ich weiß nicht. So, den mussten wir sogar vernichten, um an das Fragment ranzukommen. So, Glücksfragment erhalten. Das ist natürlich jetzt eher unepisch, weil vor allen Dingen das müssen wir machen. So, dann graben wir erstmal hier durch. Springen in diesen Wirbelsturm. Und springen dann daran. Gehe erstmal nach oben. Wo ich dann noch ein Fragment finde, denke ich mal. So. Jawoll. Habe ich schon mal zwei? Muss ich noch wieder ein Altar finden? Jetzt haben wir hier noch eine Truhe. Und mysteriöse Muscheln. Und hier haben wir mysteriöse Muscheln. So, aber wo finde ich jetzt noch ein Altar? Wo ist ein Altar? Oh, ein grünes Glücksfragment. Warum auch nicht? Okay, da ist schon mal nix. Hier würde mich wundern, wenn hier auf einmal der Altar auftauchen würde. Aber man weiß ja nie. Versuchen wir mal. Nö.
Nö, eigentlich nicht. Gut, dann ab wieder nach unten. Ich denke mal, das sollte noch klappen. Jawohl, tut es. Warum ist es diese Wolke jetzt hier? Ist das wieder beim Haufen? Ist eigentlich eine gute Frage. Also, da ist er. Da ist ja nicht mehr wirklich was. Hä? Naja, egal. So, und dann zacka, zacka. Gut, läuft doch. Wahrscheinlich wird da unten wieder ein Altar sein oder auch nicht. Hm, noch mehr Wolkenklötze, die da sind, nur um uns zu ärgern. Und was so ein Lucky Two oder was soll das darstellen? Ist ja eklig. Okay, da frage ich natürlich jetzt nur, wie soll ich diese Gegner da bekämpfen? Hm, für Pfeile geht schon mal nicht. Entweder mit, vielleicht mit dem Wirbelstab. Jo, mit dem Wirbelstab läuft's doch. Haha! Mit diesem, ihr seid, diesen komischen Lucky Two-Verschnitt. Ah, und ich habe auch schon das nächste Fragment. Was vereint werden will, mal sehen. Ach, das untere von denen. Die gelben, finde ich, haben meistens das interessanteste vor. So, die grünen, die anderen, so, die haben meistens eher so diese. Ich sag jetzt mal gewöhnliche Form. Allerdings, die Gelben haben meistens die interessanteste. Die so ein bisschen von der Regel von der Norm abweichen. Hätten sie ruhig auch bei den normalen machen können. Das kommt, also das kommt schon vor, aber relativ selten. Finde ich jetzt jedenfalls. Wenn es so mein Empfinden ist, dann ja. Dann ist das nur bei mir so. Das haut so nicht ganz hin. Lande bitte. Gut. Wahrscheinlich ist hier wieder ein Fragment drin. Nö, wir müssen muffeln. Gut, dann erstmal wieder hier runter. Und wieder Fischies! Ey, ihr Arschgeigen! Hauen mich einfach wieder in den Sturm rein. Erstmal hier ausweichen. So, die seid nervig, wisst ihr das? Wenn ich genau stehen bleibe, dann springen sie mich hier weg, oder? Mal ausprobieren. Jo, wenn ich genau stehen bleibe, dann springen sie mich hier weg in der Regel. So. Da sind die Gegner vernichtet und ich guck jetzt mal, ist hier irgendein Altar? Die da so ein Lucky zu. Quatsch, hier. Okay, den Blitz hast du trotzdem ausweichen. So, und jawohl, hier ist noch ein Altar. Das ist gut. Habe ich doch das ganze Fragment dafür? Jawohl, habe ich ebenfalls. Sehr schön. 3 von 5 haben wir damit schon mal. Auf der anderen Seite habe ich schon gesehen. Habe schon gesehen, dass hier noch so ein roter Wirbelsturm ist. Dann. Racka, zacka, bang, bang. Das ist schon wieder eine tolle Wortkombination. Und das ist doof. Ich glaube, das ist doof. Werden wir sehen. Und wieder mal Fischies. So, wir werden mal sehen. Vielleicht kann ich die auch mit dem Wirbelstab hoch rauskriegen. Leider nein. Dafür ging das schnell. Und ha, die musste ich sogar töten für ein Fragment. Das ist sogar gut, dass ich dann mich mal ausnahmsweise mal drum gekümmert habe. Ich gehe ja meistens Gegnern aus dem Weg. Hust, hust. Ja, jetzt weitergeht, kann ich wieder husten. Gott, ich mich halt kratzen halt. Das ist ja echt nicht koscher. Das ist nicht koscher, ey. So, und noch eine Kiste. Wuhu. Was haben wir drin? Mysteriöse Muscheln. Das ist eher kontraproduktiv. Das ist erst recht kontraproduktiv. Na gut, mysteriöse Muscheln sind irgendwie kontraproduktiv, aber nicht unbedingt das, was ich gerade brauche. So, gehen wir mal auf die gegenüberliegende Seite. Ja, das sieht gut aus. Beziehungsweise, das schaut, ja, Glücksfragment, meinetwegen. Ja. Was ist denn das? Ein Mini-Loch. Wuhu. Och, nee. Der Sack. Ist ja geil. So, okay. Ja, ich glaube, ich bin hier soweit am richtigen Weg. Ich denke mal, ich werde erstmal
darüber Fragmenten einsammeln. Das mache ich jetzt eigentlich eher weniger. Ich denke mal, ich werde jetzt noch ein bisschen weitermachen, bis ich halt wirklich hier weitergekommen bin. Also ich denke mal, ich werde den Part erst anbeenden, wenn ich das hier soweit beendet habe. Ich glaube, dann muss ich dann noch wieder da unten. Bin ich jetzt wieder hier am Anfang? Nee. Am Anfang gab es da keine solche Wolkenwände, die ich weggraben konnte. Ah, das kommt mir doch recht bekannt vor. Ach, hier lassen wir es mal runter. Und hier haben wir einen weiteren Altar. Das ist wunderbar. Ich glaube, das sollten wir... Jawohl. Sehr schön. Da findest du doch ein Fragment, was wir halt am Anfang einsetzen müssten. Genau dort haben wir vorhin noch auch noch einen Altar gehabt, den wir einfach so gekonnt ignoriert haben. So, und ab dann nach oben. Dann in den einen Wirbelsturm da vorne rein. So. Mal sehen, dann in den rein und wenn es geht, bitte wenden. Letzte Loh, rein da, rein da, rein da, rein. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir kriegen ein bisschen Schaden, aber wir landen nicht wieder auf der guten Mutter Erde. Ist ja auch schon okay. So, und dann sind wir jetzt auf der Seite. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Gerade natürlich jetzt nur geht's weiter. Mal sehen. Also ich denke mal hier, dass kaum mal hier das letzte Fragment sein wird. Okay. Ich glaube, sind wir einmal rum, oder? Ja, sind wir. Wir sind definitiv schon einmal rum. Aber was ist da in der Mitte bei diesen fies aussehenden? Aha, aha! Genau, hier müssen wir auch noch hin. Aber wie ist die Frage? Gehen wir mal auf der, landen wir mal auf der Insel dort. Da waren wir schon zwar, aber da komme ich auch nicht wirklich weiter. Vor allem nicht, wenn ich sowas mache. Hm. Na gut, schieße ich mal jetzt hier hoch. Aha! Das habe ich wohl vergessen hier. Wir haben auch das letzte Glücksfragment, das ist gut. Was sehe ich jetzt? Upsala, weniger gut ist, sie komme ich jetzt wieder zurück. Hm. Einfach den Weg wieder rückwärts laufen? Ich glaube, das wäre die beste Variante. Ja, ich glaube, es ist wirklich die beste Variante, wenn ich den Weg einfach wieder rückwärts gehe. Wenn das überhaupt geht, was natürlich nicht geht. Na gut, okay, kann man nichts machen. Dann noch einmal den ganzen Weg hier. Haben ja die Zeit. Natürlich haben wir die eigentlich nicht, aber wisst ihr, was ich meine? Hier war ja auch die Insel, wo der Fisch sich selbst gemeuchelt hat. Hier, weiß mal, hier hoch. Dann in den Wirbelsturm runter. Geht auf diese Sort. Warte mal, ich kann natürlich auch mal gucken, ob ich auf die andere, ob von dort aus woanders lang kann. Versuch ist es ja mal wert. Ja, ich merke schon, der Part hat ein bisschen Überlänge haben. Aber so ein klein wenig. So, gehen wir mal nach da oben. Und das haut scheinbar weniger hin. Arschloch! So. Ja, das glaube ich wird ein bisschen schwieriger. Das könnte ein bisschen komplizierter werden, liebe Leute. Aber ich glaube, jetzt komme ich von hier aus komme ich auch wieder zurück. Ja, sieht eigentlich recht gut aus. Fast richtig, aber nur fast. So, dann in den Wirbelsturm rein. In den da rein. Dann in den da rein. Dann nochmal den hier benutzen. Dann nochmal den da oben benutzen. Und ich glaube, dann haben wir es soweit geschafft. Ja, das sieht gut aus. Das sieht komisch aus, aber was soll's. Ich glaube, damit sollten wir jetzt eigentlich wieder im Zentrum sein.
oder auch nicht. Ja, oder? Ich glaube schon. Damit, jawohl, damit sind wir wieder am Anfang, das ist gut. Wir sind mal vom Ende verein. Du jetzt nicht. Allerdings du vielleicht. Nein, du auch nicht. Na gut, okay. Dann würde ich mal sagen, fragmentieren wir jetzt mal hier mit. Mit dieser wunderbaren Wolke. Und damit, liebe Leute, haben wir damit auch den Weg geöffnet. Damit verpufft doch diese Wolke. Flump. Da steht ein großer Hilfe schon wieder. Die beiden machen es vor, wir dürfen es gleich nachmachen. Wir machen es auch jetzt direkt jetzt nach. Damit kommen wir nämlich auch zu unserer nächsten Ortschaft. Nämlich der Stadt über den Wolken, könnte man sagen. Jedenfalls können wir hier auch direkt wieder ein Windmal erschaffen. Ja, das überspringe ich jetzt ausnahmsweise mal. Und im nächsten Paar sehen wir uns nochmal an, was ein Gebäude hier überhaupt hier oben in den Wolken zu tun hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Mal, schönen guten Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut!